Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework. Freunde, heute zeige ich euch mal mein Gesamtsortiment für die Silvester-On-Tour 2018. Und wir legen mal direkt los, dass ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, was da alles so zu sehen sein wird. Hier haben wir zum einen erstmal einen Color Vulkan von Jorge, dann eine Neuheit 2018, viermal Böller D, einen Namen, klasse Idee von Pyroland. Das Ganze und ja, dann haben wir hier auch gleich die Cubic, ebenfalls eine Neuheit, hat mir gefallen, eine Neuheit 2018 von Pyroland. Das sind jetzt reine kubische Kanonschläge. Im Vorjahr, also 2017, gab es ja die Detonation, die haben wir auch mit dabei wieder, weil ich die ganz cool fand. Ist halt ein Kubi, aber mit Crackling. Bouquet quasi noch als zweites oder als Nebeneffekt, sind lustig die Teile. Ja, dann haben wir hier Bimbo, die finde ich ganz, ganz toll. Irgendwie bin ich auf den Dingern backen geblieben. Ich habe sie damals auch schon öfters gezündet von Keller und die gab es eigentlich von jedem. Ja, dann ein paar Kubis von Veko und von Leslie. Sind jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Ja, machen wir hier unten gleich weiter. Culpus Thunder mit den Pyro Rebels Branding quasi drauf. Die sind schön laut, die Teile, richtig krasse Böller. Ja, darunter dann die XP3, kann man das sehen? Oh ja, da die XP3 von Explode. Dann haben wir ein paar Blitzlichter und Breslauer Handfeuer in Verwandlung mit dem Effekt Weiß zu Rot. Auch eine Neuheit 2018, werde ich direkt testen. Ja, dann ein paar tolle Artikel, sprich für mich einer der coolsten Artikel, die dieses Jahr als Neuheit quasi auf dem Markt erschienen sind. Einmal die Devil Scream, Rattlebang und Machine Gun von ABA. Über Star Trade vertrieben. Echt tolle Sache. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal die Chipola Trick Track von Romana Pyrotechnics. Dann Rackback von Veko, Neuheit 2018. Endlich mal ein bisschen Schwung im F2-Sektor, sprich Leuchtfeuerwerkssegment. Bei Veko tut sich was. Finde ich gut. Dann haben wir hier die Thunderstring 100, das ist von Geisha, aber keine Neuheit, das gibt es schon seit letztem Jahr, aber auch eine tolle Knallkette. Ja, dann haben wir hier oben die Cobra 3R von Di Blasio Elio, Big Whoppers, Neuheit 2018 von Nestle, genauso wie die Cobra 6R Silber. Mal gucken, ich werde direkt einen Vergleich machen, was die silberne Variante jetzt drauf hat. Ja, dann haben wir hier zweimal das Bombenstimmungssortiment von Nico. Auch tolle Bombenrohre, wie ich finde. Ja, dann hier in der Mitte machen wir mal ein bisschen weiter. Ja, da haben wir von Explode mit dem Hürdencover die China Böller D, Oldschool Böller, genauso wie die Thundercrackers oder Thundercracker. Das sind Super Böller 2 von Explode. Ich weiß, viele von euch sind nicht so gut zu sprechen auf die, aber irgendwie, wie gesagt, sind mit dabei. Ja, dann haben wir hier oben ein paar Big Balls. Die hat das Ganze haben wir auch 6-mal. Ja, und dann haben wir hier noch 3 Packungen. The King 2.0 fand ich ganz gut. Cobra 6BP Silber einmal, ist auch eine Neuheit. 2.18 wird auch direkt verglichen mit der aktuellen Charge der normalen. Da schnell 3BP4. Ne? Und eine lasse ich noch mal so zum Genießen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar schöne Funke-Böller. Einmal oder zweimal die China-Böller B auf der Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5 mal Super-Böller 2. Einmal aktuelle Charge, sprich mit P-Zulassung. Dennoch die etwas ältere Charge, sprich die erste Charge. Der Super-Böller 2 vom Funke. Ja, und dann noch mal 2 Päckchen von den B-Böllern. Ja, darüber haben wir dann Wipper 1 von Pyrotrade, das Ganze haben wir auch 2-mal. Ich habe das so schön parallel zueinander ein bisschen zusammengeschustert. 2-mal das Kravum-Sortiment von Funke. Habt ihr auch China Böller D drinne und Super Böller 2. Ja, 3-mal Octopus Heuler. 3 verschiedene Varianten von den normalen Heulern, also Luftheulern. Haben wir einmal Luftheuler direkt, also da. Da oben haben wir die Silberheuler. Und hier unten dann die Luftheuler Rot. Ich weiß, es gibt schon mehrere Varianten und aktuelle Chargen, aber ich will erstmal die weghauen. Ja, dann haben wir Funke Böller A 2-mal als Reiber-Variante. Peng 2 Sortiment, bin ich auch ganz froh. Tornado Wirbel vom Funke.
Also einiges am Funke, die ist ja dabei. Ja, genauso wie die Sirenen-Raketen sind auch dabei. Gleich daneben Omega-Raketensortiment von Jorge, sind 4 Stück drin. Von Gao das Hammer-Raketenpack. Ja, Touch of Gold von Leslie. Aus der Profi-Line oder beziehungsweise Exclusive-Line von Katan. Der Bomberman-Batterie, bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wie die live ist. Ja, dann Strobo-Boom von Pyrotrade, die Kobalt. Zweimal die Terabyte von Leslie aus dem Sonderpreisbaumarkt. Genauso wie New Generation 1, Wilder Teufel. Ne, auch vom Sonderpreisbaumarkt kann man da auch erkennen. Da. Ja, richtig schöne Batterie auch. Dann von Jorge zweimal die Exclusive Collection, eine schöne kleine 7-Schuss-Batterie. Zweimal die Flater von Leslie. Vom Blackbox Fetter Elke Volume 2 bis Volume 5. Die Hammer Single Shots, also sprich Salutbombenrohre von Gao. Dann, Rocket Strike von Nico. Mind Attack von der Firma Vulkan. Schöner Artikel. Werdet ihr im Video dann sehen, vom Fire Event noch einen D-Böller schenken. Dann auch Neuheit 2018, Retro Collection 1960er Böller von Fire Event. Ja, wird auch mitgetestet. Darüber dann die Titanium-Salutbombenrohre von Pyromax, saugeile Dinger. Vipper 3 von Pyrotrade. Red Blink von Leslie aus der Red Wire Serie. Dann dreimal die Explode. Feuervögel mit Crackling, kennt ihr ja schon. Dann bin ich ganz stolz, dass ich es endlich mal bekommen habe. Von Pyro Factory, die Uzi. Das Ganze 4-mal. 1, 2, 3, 4. Dann auch wieder aus der Exclusive Collection von Katan. Die Cybercop und die Supreme. Rechts daneben Yin and Yang von Veko. Dann Hayfontaine von Jorge. Nochmal zweimal Fleter. Dann kommen wir wieder zu Funke, Kamuro Mix, Funkenfinale 1, das Ganze zweimal, dann Barbed Wire von Leslie und Elektra von Blackbox da unten. Ja, dann von Veko Double Thunder, dann auch wieder die Bombenrohre, die ihr jetzt auch schon alle zuhauf gekauft habt, entweder im Aldi, Kaufland oder Lidl. Dann auch ganz, ganz tolle Neuheit, die Dezibel Bombenrohre, richtig schön große Rohre, die sind sogar noch größer, oder ein bisschen weiter als die von Gao. Fette Geschichte, dann von Jorge, Hightech und Trolley. Ja. Ja, genau, da oben ist noch eine Whistler versteckt von Nico. Ja, ihr seht schon, allerhand Stuff ist dabei. Ach so, und dann habe ich auch noch ganz ausgelassen. Hier vorne seht ihr Hurricane, also 3 Hurricanes, ja, von der Firma CR4. Und ja, ich glaube, das ist eine spanische Firma, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich will mich da aber jetzt nicht festlegen. Ja, da habt ihr, das sind im Prinzip kleine Bombenrohre, so wird das quasi vermarktet. Und am Ende sind es aber für mich vom Effekt her, sag schnell, wie heißen sie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, von Jorge gibt es ja auch wie die Zirkoblitze. Genau, aber das werdet ihr dann sehen in den Videos. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich die bekommen habe. Ja, Funke, Frösche nochmal vom Funke, hier Frösche D und C. Ja, in, oh Gott, wo habe ich das andere Pack? Ich habe noch irgendwo das Peng 1, da sind ja dann auch die normalen noch drin. Aber irgendwo habe ich die auch noch lose zu liegen. Ja, ich glaube, dann sind wir erstmal alles durch. Ist auch schon eine ganze Menge. Aber wie ihr seht, ist schon fett das Ganze, ne? Also, und das geht alles in der Silvester on Tour drauf. Ich versuche es jedenfalls. Ne? Sind auf jeden Fall tolle Artikel dabei und ich freue mich auf die Zündung. Ja, ich hoffe, ihr habt auch eine Menge Stuff zur Verfügung bekommen und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es kommt ein Jahr, wo es dann wieder besser läuft. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat mein Video hier gefallen und meine Gesamtansicht von meinem Sortiment 2018 für die Silvester on Tour Serie und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen, euer Planet.